So, hallo, wir machen weiter. Bei Sonic Generations, das letzte Mal haben wir alle Missionen abgeschlossen und jetzt noch die roten Ringe vor uns. Und ich möchte bei Planet Wisp mit dem Classic Sonic anfangen, weil ich dann was Tolles bekomme, was uns für die restlichen roten Ringe vielleicht hilft. Schauen wir mal. Ich dachte gerade zufälligerweise nicht am Planet Bus, sondern am Planet Pinges. Frag mich nicht warum! Oh Planet Gott. Ping. Wegen dem Ding da hinten! Das. Oh! Und wir hören dabei Sonic Heroes. Okay. Das ist so pingesmäßig, Alter. Also der Turm. Ja. Snooping as usual, I see. Promotion! So, jetzt muss ich rausfinden, aber wo die roten Ringe sind, natürlich. Oh Gott, das wird ja ein This Spaß. pain Das is Problem ist headlock. halt vor allem gerade bei dieser. Was? Das Problem ist natürlich gerade bei diesen Dingern hier, die können überall sein, weil es war alles so versteckt und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das geht ja da kann. Alles dein Ernst, oder? Hier oben ist bestimmt einer. Doch. Oben ist einer. Ist mein Ernst. Nein, da ist keiner. Scheiße. Oh, war einer, ich glaube, ich weiß, da war irgendeiner. Hab ich mir gemerkt. Hier kann man, guck mal, hier kann man auch rein. Ist hier vielleicht was? Nee, jo, jo, das nächste, du musst oben suchen. Okay. Oder das nächste, dort, wo du immer oben lang musst. Das ist schwer. Dann gehen wir wieder hoch. Heute ist viel zu einfach. Too easy for a cannon. Dann bleiben wir oben. Darüber. Jetzt eigentlich drüben könnte es sein oder irgendwo hier war's. Oh, hi, hi, hi. Zack, sehr schön. Ich sage doch, Conny. Doch schon mal den ersten. Es macht ja auch nichts, wenn wir ein paar Runden brauchen, bis wir alle gesammelt haben. Das wird nämlich so passieren, wenn ich mich so wie ich mich kenne. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ah, ich hätte jetzt eigentlich da oben hin gewollt. Muss ich da oben lang? Chaos? Und jetzt, ich weiß nicht, aber ich glaube, du brauchst zwei, um hochzukommen. Na, ich hätte jetzt hochgehen können. Ich war ja da oben. Ich war ja. So mal rechts, ob du einen Zwei kriegen kannst. Ich hab keine Ahnung. Ich war jetzt da gerade da oben gestanden. Ich bin dann halt runtergesprungen, blöderweise. Ich müsste jetzt halt wieder hier außen rumgehen. Ja, da komme ich nicht mehr hin. Egal. Falls da einer ist, muss man sagen. Oder du hast von unten Zweigern versucht, bis nach oben zu klettern mit dem. Ah, das könnte Schild. Auch gehen. Komm hier nicht gleich sogar Spikes. Ah ne, jetzt falle ich hier runter. Nee. Das wollen wir nicht. Ich glaube, das können wir mal ausprobieren. Aktivier mal, wenn du Spike. Wenn du. Aktivier mal die Donnerschild, bevor du Spike benutzt. Ich will mal aus. Ey. Oh, jetzt hast du super Spike eingesammelt. Ja, hier ist jetzt zu. Was meinst du mit? Weil man experimentiert auch geht, wenn du Donnerschild aktivierst und dann auf Spike weg, ob der Donnerschild zurückkehrt. Weil dann könnte das Ding sogar zu deinem Vorteil benutzen. Warte, hatte ich doch jetzt gar nicht warte gehabt. Warte einfach ab, bis das Spike nicht mehr ausläuft und das Donnerschild. Also der muss doch bald. Ach so, weil ich den auf Y hab, den Schild. Jetzt raff ich erst, was du von mir willst. Warte, das hab ich ja, denk ich, aber gleich nicht so in der Ruhe. Das hab ich doch schon wieder komplett vergessen, dass ich die Schilde hier ausgerüstet habe. Da ist ein roter Ring! Da ist ein roter Ring, ich brauche wieder Spikes. Wie komme ich an Spikes? Nee, brauchst du nicht, du kannst Donnerschiff benutzen. Oh, stimmt. Ah, dann wäre ich mit Donnerschild da hochgekommen. Oh fuck, jetzt habe ich wieder nicht gerafft, was du von mir willst. Oh nein, ich bin so blöd. Das kannst du doch schaffen. Das hätte ich vorhin schon machen können. Okay, vielleicht ist das ja der zweite. Dann. Aktuell jetzt mal das Ding. Ich will mal sehen, was passiert, wenn jetzt, Spike jetzt. Ja, ich hab den anderen gesehen. Moment, Moment, Moment. Muss erstmal wieder hochkommen. Ja, versuch mal mit Spike. Ja, muss ich sowieso einsetzen, glaube ich. Oder? Ja, ja. Da komme ich nur mit Spikes hin, aber ich will die erstmal weg haben. So. Scheiße. Scheiße! Komm ich jetzt da wieder hoch? Ja, wenn meine Theorie
Stimmt, da müsste er dann. Mal suchen da hochzuklettern an der Decke. Nein! Der Donnerstift ist zurück, perfekt! Ja, er ist zurück. Also, ich glaube doch, du kannst den Donnerstift benutzen. Achso, der wird resettet praktisch, ja, okay. Ja, weil du ihn verloren hast, du hast ihn ja nur tauschen lassen. Jetzt das aber. Ist doch mal Border, oder? Dann haben wir ja schon drei Rerot-Ringe. Das ist ja gut. Das läuft ja deutlich besser, als ich dachte. Einen hatten wir sowieso schon. Fehlt nur noch einer. Cool. Sage ich dazu mal. Was ist los? Ich bin dumm. Okay. Was? Ich bin dumm, was Neues. So, wo ist der letzte rote Ring? Komm ich hier zurück? Was ist da? Moment, das muss ausprobiert werden. Oh, wow, 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 wow. Okay. Chaos. Was hackst du wieder aus? Geil, geil abbock. Ich kann denn wir Quatsch wieder was Geld. Achso. Irgendwo ein roter Ring. Ich weiß, wo ich bin, aber ich glaube nicht, dass hier ein roter Ring ist. Nee. Aua! Aua. Ich, was untergeht, und zwar, der war gerade auf Skype mit einer Gruppe. Wir dürfen unser Smartphone in der Schule innerhalb des Lehrers benutzen. Warte, was? Innerhalb des Lehrers. Ah, du schon? Ja. Komm, ich hasse rein und so. Die meinen, das Hand doch rein mit dem Ding und die machen dann so die Röntgen und oh, alles rein in den Lehrer und dann ausführen. Ach du Schande. Ich glaub, seid ihr mal echt, echt dämpfer. Wo ist der nächste rote Ring? Oder sowas, denken die Leute aus Bayern. Oh. Aua. Sehr gut. Ich würde jetzt mal den Schild aktivieren, um hier hochzukommen, ehrlich gesagt. Conan, da du in der Uni bist, bitte mach das nicht bei den Professoren. Na gut, was? Oh ja, hier bei gefühlten 2 FPS. Ich komm doch aus Bayern. Nee. Nein. Glück. Thüringen. Also bist du geiler. Doch voll der Ghost. Wie komm ich da hoch? Oh, das Bild ist weg. Ja, ja, scheiße. Nein. Hätte ich irgendwelche 320 okay, so P-Scheiße? Ach, ich stehe okay, auf Standbild. Ich stehe auf Standbild. 320 Standbild. Fuck. Fuck my life. Das sieht gerade aus, als wir Conan hier. Nee, Conan, als wir Sonic irgendwas mit der. Stopp. Oh nein, jetzt habe ich kein Dings mehr dabei. Nein! Ich brauche den Dings, den Stachel, also den Spike hier noch. Das ist jetzt natürlich blöd. Wir haben natürlich keine Ahnung, was du gerade machst, weil wir Standbild haben. Ach, habt ihr beide Standbild? Ja, gefühlte 2 FPS. Das ist natürlich deine Leitung blöd. Deine Leitung will dich leiden sehen. Conan, wann akzeptierst du das mal in sich? Geh endlich mal an deinen Router und rett mal Falcon auf DSL-Kabel, damit das Ding mal hört. Ich frage mich, wie weit die bei uns sind. Mit DSL-Ausbau. Gut, kann ich auch mal nachschauen. So, neueste Weltbeschäftigung für uns beide. Ja. Ach, nein, ich bin da runtergefallen. Scheiße. Eigentlich ist es ja Ende Januar.
bei uns schon Dezember. Ja gut. Ich komm an keinen von den Dingern mehr ran, das ist doch kacke. Ich komm im Netz der Zukunft. Hier bei der Deutschen Telekom. Startschuss für Breitbandausbau in hier bitte Wohnort einfügen. Also mein. Bei mir lädt jetzt noch die Anzeige, aber ich glaube, das wird dauern, weil bei mir noch ein Download läuft. Ring. Ich lade mir gerade Sonic Punkt runter. Hier bitte den Namen einfügen. Aber hier komme ich jetzt nicht mehr. Mann! Ich komme da nicht mehr hoch. Laut Planung im Januar 2017. Ja gut. Hat man Verfügbarkeit testen. Nein, andere Richtung. Los, go! Und jetzt schneller. Noch schneller. Das reicht nicht. Ach, ja, Mann. Lord, Stück Scheiße. Und Scheiße. Wenn ich halt wüsste, wo der rote Ring ist. Ich überhaupt nicht. Ich muss gerade mal auf den zweiten Bildschirm die Übertragung schieben. So, ich beendet. Ich halte das jetzt kurz mal nicht. Mir reicht, ich brauche jetzt mal echt mal die volle Innenstärke, da kann ich jetzt mir echt keinen Download leisten. Wie soll ich denn da hochkommen? Ja, hallo Internet! Aua! Verfügbarkeit prüfen. Jetzt bin ich oben. Scheiße. Und bis zu 16 Mbit. Ne, ist noch nicht verfügbar. Bei uns haben die anscheinend irgendwie ein bisschen den Bereich ausgelagert. Also der Bereich ist ein Ministück größer. Und nur ein Ministück. Sehr gut. Wann bauen die eigentlich mal bei uns oben aus? Wir wollen eigentlich auch mal. Und jetzt die Telekom verprügeln, damit die das machen. Ja, bei uns haben sie gesagt, Ausbau im Umkreis von 10 Kilometern. Ja, Abfacker mit Gabel. Ist hier noch ein roter Ring vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt bin ich hier. Es gibt gerade Beef. 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 Was möchtest du essen? Ich wollte doch gerade sagen, Beef, jetzt habe ich Hunger. Nee, ich habe eigentlich vorhin gegessen. Wir sollten auch mal ein Beef anzetteln. Beef. Ist nicht so wie Steve. Ich dachte so, Beef, ich gegen Connor. Das ist das einfachste Beef der Welt. Ich hab das Gefühl, ich hab den roten Ring schon verpasst. Kommt noch. Anscheinend ja nicht, aber kommt noch. Man weiß es noch nicht so genau. Ja. Ich habe bitte nochmal hoch, danke. Oder auch nicht. Oben oder unten lang ist jetzt die Frage. Oben warst du schon lang. Also denkst du hier unten eher? Ja, du warst bisher nur oben gewesen. Okay. Also muss hier unten immer sein. Naja, aber das ist auf beiden Wegen kleiner. Ja, dann ist es ungünstig. Jetzt bin ich draußen. Ja, die Raketen. Was? Rocket! Rocket sind da! Ja gut! Keine verbote Ringe für uns. Einer fehlt. Fragst du einfach nach? Frag doch einfach Charmin.
Es wird aber nicht angezeigt, welche, ne? Ich sehe jetzt nur, dass ich 4 von 5 habe. Ja. Yep. Dann kannst du da mal gerettet. Frag einfach Tommy, einfach Tommy sagen, an quasseln, bis die. Stimmt, das gute Idee. Siehst du, Conan? Siehst du? Ja, gut. Wie bist du in die erste Fabrik reingekommen? Wenn du den Looping nach unten nimmst, findest du einen roten Sternenring. Da oben, direkt da oben. Den du nicht lang gegangen bist. Kannst du keine Donnerschild noch dazu missbrauchen? In die erste Fabrik gekommen warst? Das ist doch dann noch vorher, also hier noch, oder wie? Das war beim ersten Checkpoint. Okay. Immer oben bleiben. So, wo du den Spike her hast, und den musst du nutzen. Du musst oben bleiben. Nicht runterspringen. Das steht dich. Ich komm nicht leider, Conan. Ja, hier muss ich jetzt oben bleiben. Ah, das ist der Looping nach unten. Okay. Ja, toll. Da ist er auch. Jetzt muss ich aber bis zum Ziel wieder spielen, richtig? Ja, yep. Das ist der Witz. Okay. Das ist mit dem Ziel erreichen gemein. Okay, dann tun wir das. Oh, so scheiße. Aua. Ich habe übrigens von dem einen YouTuber noch nichts erfahren, Taking Story Mario mit seinen Aufnahmen. Der hat zurzeit noch mit seinem Mikro Probleme. Ach Gott. Ja. Wer weiß das? Weil die Inferi-Leute ihn verfolgen. Was? Stalker? Ja. Der hat irgendwas geschrieben von, nicht geschrieben, hat irgendein Video hochgeladen von wegen, dass er zur Zeit keine okay, Videos macht. Er macht jetzt wieder Videos, hat er angesagt. Ach so, okay. Na, irgendwas hat er geschrieben. Habt ihr vorhin in die Gruppe gepostet? Keine Ahnung. Ja. Das stoppt doch jeden. Ich bin gespannt. Ja, der wird, keine Ahnung, das erste Level spielen, dann war's das. Wie soll er denn was schaffen, was er gar nicht kennen kann? Das ist wie wenn ich einem Fünftklässler eine Abituraufgabe gebe. Das kann er nicht lösen. Außer er ist überdurchschnittlich. Na, wie soll er das lösen können? Er kennt ja die Sachen gar nicht. Also, du kannst ja nicht, weiß nicht, das kann er sich mit seinem Wissen, was er hat, nicht herleiten. Weil er da gar nicht auf die Ideen kommt, was es an Mathematik für Sachen geben kann, die er da braucht. Ich glaube nicht, dass es geht, aber wir werden sehen. Naja, es gibt eine Reihe von den, die sollst du lieber nicht spielen. Passend zu dir. Von Sonic Rider, die ganze Reihe. Ach Gott. Die sollst du nie spielen können, ich sag dir, da wird Skill verlangt auf höchstem Niveau. Ich hatte auch nicht vor, Sonic Riders zu spielen. Noch nicht. Ich wäre am Stande 100% zu machen. Ich hab da ein schönes Game mit 100% im ersten Teil und dieses Jahr mache ich den zweiten Teil auf 100% Gold. Aber Riders ist doch auch mehr ein Rennspiel als ein Jump'n'Run, oder? Ja. Naja, nee, aber wenn ist Sonic A auch. Dann eh nicht so meins. Ja, eben. Das aber ich ja auch nicht. Es ist ein bisschen schwerer, kommt von welchem Teil man spielt. Es gibt ja drei Teile. Okay, der dritte ist wirklich hardcore, das gebe ich zu. Bei den dritten. Ja, das habe ich schon nie gespielt. Stopp, oh, hier ja, bin stimmt. Ich! Ach, scheiß drauf, dann gehen wir halt hier rum. Ich bin falsch. Cool. Nicht nachdenken. Geh mal schön rechts. Jetzt bin ich da, wo ich vorhin hoch wollte, wo ich gedacht habe, vielleicht ist da ein roter Ring. Okay, aber da ist jetzt eh keiner mehr. Hoppala! Ah, dann komme ich eh hier wieder raus. Wozu habe ich denn... Oh, da habe ich mir vorhin voll den Aufriss gemacht und wäre eh da gelandet. Warte mal. Toll. Da hast du gerade so ein Kettensägenblatt in den Arsch bekommen. Ach, bitte nicht. Das passiert... Tut mir leid, das haben wir jetzt so deutlich gesehen. Viel das passiert deutlich. Halt bei diesem Spiel, Gott. Chaos. Nur, dass das passiert, heißt ja nicht, dass mir das gefällt.
Ja gut, nicht so wie die Raketen. Scheiße, die gefallen mir auch nicht. Fuck. Ach komm, ey, wenn du unbedingt Raketen spielen willst, dann bleib doch dort. Will ich aber nicht. Wir haben noch 95 Minuten Zeit, bis du stirbst. Ach was. Ja, tolle Rost. Toll, Sonic. Toll. Verwandel dich halt zurück, du blöder Igel. Sag das meinem bestimmten Wort, sonst fliegen Köpfe. Affe? Oh, nee. Ich weiß nicht, was du dagegen hast. Dass man sich selbst als Affe bezeichnet, wenn man sich blöd anstellt. So, ich hol jetzt erstmal eine Brechstange. Okay. Ich warte hier nach Hause. Half-Life? Moment, es war... Crowbar, Blechstange, passt schon. Doch. Garry's Mod, Half-Life, so, sonst Gott, was? Ey. Wir sind in 2 Stunden wieder. Ich glaube, das ist reich. Und wir sind draußen! Die Raketen kommen wieder. Yeah, oh, komm! Tut, tut! Komm schon! Oh Mann! Wir sehen dich! Ah, noch eine Rakete. Yes! Sehr schön! Wir haben nichts gesehen! Connor hat sensiert! Und wir haben noch den S-Rang geschafft. Ist der Connor wirklich wieder... Es ist wieder reingeflogen und Connor musste sensieren da. Wir haben 5 von 7 S-Rängen. Ja, wir sollen irgendwelche Screenshots wieder machen und das dann alles ins Netz stellen. Da ist der Verfolgungsangriff, perfekt, und den rüste ich jetzt aus. Denn das dürfte deutlich einfacher sein, jetzt mit dem Verfolgungsangriff an gewisse Objekte ranzukommen. Und deswegen wollte ich den auch haben. Halt, hilft das. Mit den einen roten Ring in Speed Highway, Act 1, wo ist er? Donnerstedt. Wo ist er? Ich glaube, der ist schon Standard aktiviert. Ach so! Ja, umso geiler. Ich dachte, Chaos hat mal gesagt, dass man dafür die 100 Dings braucht. Dass das alles, alle Fähigkeitenpunkte aufbraucht. Aber dann habe ich den jetzt einfach. Ja, super. Dann machen wir jetzt schnell mal hier. Das ist ja eine kurze Stage. Hören dabei, it doesn't matter, weil ich das Lied so liebe. Mein Gott. Das, um das nochmal aufzugreifen, das verbraucht die 100 Energie. Die brauchst du nicht zu kaufen. Ach so. Das verbraucht halt nur die Energie, was er mit den 100 meinte. Aber ich habe ihn nicht. Wo ist er? Wie muss ich denn... Ach so, muss ich dann vielleicht sämtliche andere Sachen rausnehmen? Ah, ich habe ihn wahrscheinlich, aber ich muss ihn ausrüsten. Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich. Das wird's sein. Oder? Müsste. Du musst umschalten auch. Das heißt, wir gehen mal auf Set C. Und bei Set C setzen wir jetzt... Ja, da unten sieht man ja auch die 100. Da ist er! Das! Ich muss ihn nicht kaufen, aber alles. Ich muss ihn ausrüsten. So rum. Okay, alles super. Perfekt. Also, der belegt halt alles. Ja, wunderbar. Dann rüsten wir jetzt den C aus und sind happy. Yay! Startbild. So, ich will immer noch etwas. Bei mir ruckelt's nur ein bisschen. It's the power of Standbild. It's a kind of Standbild. Nice. Oh, perfekt. Perfekt. Just what I needed. Genau, jetzt kann ich nämlich Super Mario 3 confirmed. Just what I needed. Jetzt kann ich nämlich hier... Irgendwo war das doch hier, wo man bis nach oben musste. Achso, dafür habe ich jetzt allerdings mein Elektroschild nicht mehr. Ja gut. Weiß ich gar nicht, was dann besser ist, weil der Elektroschild hat ja einen Double Jump. Da ist mein roter Ring, siehst du? Haben wir schon mal einen gefunden. Bin ich am überlegen, laufe ich erstmal einfach schnell durch und hoffe, dass ich sie finde zufällig. Nein, ich wollte hier nicht runter. Da oben wollte ich bleiben. Ich bringe mich einmal gerade um.
Ja, wenn die Ringe mal alle weg wären, dann könnte ich mich auch besser umbringen. Danke. Sehr schön. Und dann kann ich nämlich jetzt von hier oben da weitergehen. Da ist bestimmt auch nochmal ein roter Ring irgendwo. Wette ich drum. Ich weiß noch nicht wo. Toll. Super toll gemacht, wirklich. Komme ich da nochmal irgendwie hoch? Nein. Ich will mich doch nur umbringen, Mann. Leichter gesagt als getan. Ich merk's. So. Und gut. Ich würde nämlich gerne da oben bleiben. Vielleicht muss ich hier ein bisschen schneller laufen, das ist okay. So, und jetzt langsam. Nein! Komme ich da jetzt noch anders hoch wieder? Vielleicht hiermit. Ah, so nicht. Doch, so komme ich da hoch. Perfekt, okay. Irgendwie so komme ich da hoch. Ja, sehr schön. Hier oben ist doch bestimmt ein Unternehmen. Oder auch nicht. Wow, wow, wow. Langsam, 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 Freunde. Nein, da ist kein roter Ring. Shit. Okay, dann kommt hier der nächste Sprung, wo ich bisher nicht geschafft habe. Genau. Da ist einer. Wie komme ich da hoch? Da ist ein Sprungfeder in der Palme. Ah. Gut, dass ich die jetzt auslösen kann. Perfekt. Damit haben wir schon zwei von drei, die wir, zwei von... Drei von fünf. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Okay, da gehen wir wieder hoch. Das sollte hinhauen. Aua. Du Arsch. Komm ich da wieder hoch? Anscheinend nicht. Das Ding ist kein Arsch. Das hatte ich mal ein. Ich komme da nicht mehr hoch. Scheiße. Hoffentlich brauche ich das nicht. Nein. Rum und schau. Ich will hier bleiben. Wie gesagt, die kann man ausschalten. Rum und schau sagt dann: Halt die Fresse, Conny! Tu ich aber. Exakt der Stimme. No? So, hier will ich bleiben. Hier will ich hoch! Denn Leute, ein kleines Secret, oder kein Geheimnis. Ich bin der deutsche Synchronsprecher von Omojao. Ja. Nur, ich habe jemand anderen als Namen eintragen lassen, weil ich will nicht, dass mein Name da ist. Okay, da oben war nichts. In den Credits steht. Anonym. Ich kann auch behaupten, weil ich wäre bum 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 bum, wo ich nicht bin. Toll. Stopp, langsam. Nein, nicht langsam, wenn hier so ein Ding kommt. Oh, jetzt bin ich beim Ziel, ne? Scheiße. Vielleicht. Okay. Zwei fehlen noch. Was? Errungenschaft freigeschaltet, versteckte Feder. Aha. Okay. Das ist wohl die in der Palme gewesen. Just for reasons. Ja, zwei fehlen noch. Tails! Help me! Sag an. Wow, Rang F. Federn, die dich nach hinten abschießen können, zur Abkürzung finden. Einen Rundstein habe ich auch gesehen, versuch's mal. Was? Federn, die mich nach hinten schießen. Ach, ich weiß. Ich weiß nicht, da einmal. Ach, so eine gemeine Robotik. Dr. Eggman-Feder. Nee, ich weiß nicht, der gemeint ist. Warte mal. Du hast dich nicht von dem Motorbike treffen lassen. Was? Du hast dich nicht vom Motorbike treffen lassen, also von diesem Käfer. Warum nicht? Hast du den Ring da oben schon? Wo, was, wie? Da oben ist ein roter Ring auf der Sprungfeder, wenn ich es richtig weiß. Wo denn? Wo ist da oben hier?
oder hier? Ja, oben oder drin. Das weiß ich. Und wieder zurück. Also hier habe ich, glaube ich, einen. Aber nicht sicher. Okay, dann versuchen wir den nächsten zu holen. Langsam werden anhalten können. Anhalten! Du gehst oben lang. Jetzt kannst du sterben gehen. Mal wieder. Immer die gleiche Stelle, wo ich sterben gehe. Da war ich aber schon oben. Da war nichts anderes. Das wird den Geheimweg. Das ist zwischen Tricksen. Okay. Ah, oh, dieser... Es ist echt schwer, sich umzubringen. Na klar, die Leute, die Suizid begehen wollen, die haben auch Probleme, Suizid zu begehen. Du musst oben lang bleiben. Immer oben bleiben. So, immer oben zu bleiben. Hier auch? Da. Ja, immer oben bleiben. Da war ich vorhin auch schon oben. Ja, dann kommt diese Plattform. Dann war ich hier oben. Ich stehe, also warst du da schon gleich irgendwo da unten. Die Oma ist abgegrast. Und hier war dann, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Ja, hier bin ich jetzt gleich am Levelende wieder. Jetzt gehen wir mal unten lang nochmal. Oh, warte, ich habe eine Idee. Ist hier vielleicht was? Nee, das ist Quatsch. Stopp, zurück. Nee, das ist Blödsinn. Okay, dann bleiben wir mal jetzt hier. Ich beende jetzt einfach nochmal die Stage, gerade weil ich glaube, da werden wir jetzt nicht mehr hinkommen. Jetzt sind wir eher am Ziel, ja. Fukit! Okay, aber so groß ist die Stage gar nicht, das finden wir schon noch. Also muss ich jetzt rausfinden, wo die Feder ist, die mich zurückbringt. Erstens das. Ups. Huch! Die geht ja kaputt. Ach so, hier lande ich dann automatisch. Okay. Das heißt, das bringt mir gar nichts. Okay, das ist gut zu wissen. Interessant, Sky sagt, wir sind Lautsprecher. Ja, ihr seid Lautsprecher. Wusstet ihr das noch nicht? Was? Wir sind Lautsprecher? Ja. Ja. Weil wir sind Speaker laut. Sky, was ist immer Lautsprecher? Jetzt bleibe ich mal hier unten. Vielleicht ist hier ja noch was. Ja! Ach, ist das! Da kommst du hin. Nee, geh rechts lang. Ah, ich komm einfach zurück. Ja. Jetzt dann hin. Nice. Das ist zwar, glaube ich, nicht der, den Tails gemeint hat, aber... Doch, das ist so. Aber ich habe doch überhaupt nicht keinen Geheimgang genutzt. Geschweige denn eine Feder, die mich zurückgebracht hat. Das war die Feder, die zurückgebracht hat, die davor war, die gelbe. Okay. Ja gut, dann fehlt immer noch einer. Da ist er! Got it! Nice! Wir haben es ja alle. Perfekt! Sehr schön! Gut, jetzt geht's nur noch ins Ziel. Yes! Möglichst schnell. Oh, der Verfolgungsangriff ist so super, ne? Das ist genau das, was ich wollte. Ah, scheiße. Jetzt müsste ich nur noch Skill haben. Ja. So. Tschö. Tschö, Stage. Wir sehen uns nie wieder. Ja. Bye, Conne. Huh!
Jösch. Hätten wir das auch geklärt. Schatzsuche erhalten. Ab in die Fähigkeiten. Was macht das? Chaos? Sonic sieht versteckte Federn und Objektkisten. Ach so, okay. Kann ich nicht ausrüsten, weil ich brauche ja den anderen Kram. Alles klar. Gut, dann geht's das nächste Mal weiter hier. Und zwar in dieser Phase. Alles klar, danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao.